Niederstettens Bürgermeisterin Heike Naber hat gegen ihre vorläufige Dienstenthebung geklagt und von der 23. Kammer des Verwaltungsgerichts Stuttgart jetzt Recht bekommen. Die Verfügung vom Landratsamt des Main-Tauber-Kreises werde aufgehoben, heißt es im Urteil. Stand der Dinge ist, dass wir am 27. April eine Verfügung entlassen haben, mit der wir Frau Naber vorläufig des Dienstes enthoben haben. Nun hat das Verwaltungsgericht Stuttgart erklärt in seinem Urteil, diese Verfügung sei nicht rechtsmäßig und hat deshalb die Verfügung aufgehoben. Wir sehen das anders. Wir haben jedenfalls ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieses Urteils, an der Richtigkeit dieses Urteils, muss man sagen, und werden deshalb den Antrag auf Zulassung der Berufung beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim stellen. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Die Bürgermeisterin wird ihren Dienst also nach wie vor erstmal noch nicht wieder aufnehmen können. Das gilt mindestens so lange, bis der Verwaltungsgerichtshof über die angekündigte Berufung entschieden hat. Das bedeutet jetzt erstmal für die Stadt Niederstetten, dass alles weitergeht wie bisher. Das heißt, die Bürgermeisterin kann ihr Amt nicht ausüben im Moment. Zum einen deshalb, weil das Urteil ohnehin erst am 6. Dezember rechtskräftig werden würde, wenn wir diesen Antrag nicht stellen. Wir tun es aber und das hat dann auch aufschiebende Wirkung sozusagen, bis der Verwaltungsgerichtshof darüber entschieden hat, ob er die Zulassung, die Berufung zulässt, ja oder nein. Das Landratsamt hat aus Sicht des Gerichts Fehler gemacht. Es gebe Zweifel an der Zuständigkeit des Leiters des Kommunal- und Rechnungsprüfungsamtes für die Unterzeichnung der vorläufigen Dienstenthebung, eine bestehende Besorgnis seiner Befangenheit und die fehlerhafte Anhörung der Klägerin. Es hat mich doch erstaunt, dieses Ergebnis, zumal ich den Eindruck hatte, die Verfügung des Landratsamts war eigentlich sehr fundiert und juristisch gut ausgearbeitet. Aber was dann das Gericht entscheidet oder daraus macht, ist immer nochmal auf einem anderen Blatt. Aber ich gehe davon aus, dass juristisch dieses Verfahren noch nicht beendet ist und insofern warten wir entspannt, wie es weitergeht. Die Klage der Bürgermeisterin richtete sich gegen das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Landratsamt Main-Tauber-Kreis. Um die Strafanzeigen gegen die Bürgermeisterin geht es in diesem Urteil nicht. Die Stadt Niederstetten ist an diesem Verfahren nicht beteiligt. Wir sind praktisch nur in der Zuschauerrolle, waren jetzt auch nicht als Zeuge oder irgendwie beteiligt oder beigeladen. Die Hauptverfahren, unter anderem das, was wir angestrengt haben, die strafrechtlichen Themen, das ist davon nicht betroffen, das läuft unabhängig davon. Die eigentlichen Vorwürfe an die Bürgermeisterin werden inhaltlich durch dieses Urteil nicht bewertet. Es geht lediglich um den formalen Akt der Dienstenthebung. Heike Naber hat in einer Pressemitteilung erklärt, dass sie die Amtsgeschäfte wieder aufnehmen wolle, sobald das Urteil rechtskräftig sei.